Vom Neckar ging es in die Altstadt. Die Tübinger Altstadt ist trotz ihrer großen Anzahl geschichtsträchtiger Sehenswürdigkeiten auf engstem Raum alles andere als ein Museum. Sie ist ein authentisches Ensemble, in dem gelebt, gewohnt, gearbeitet, geforscht und gefeiert wird. Echt und unverfälscht. Wir fuhren im Ammertal von Tübingen bis nach Poltringen. Das Ammertal hat seinen Namen von der Ammer. Der Bach entspringt bei Herrenberg und mündet nach 25 Kilometern in Tübingen in den Neckar. Das Wort Ammer hat seinen Ursprung im keltischen Ambra, Nebel, Dunst, Feuchte. Am Horizont die Wurmlinger Kapelle. Die Kapelle steht zwischen Tübingen und Rottenburg auf dem 457 Meter hohen Kahlenberg. Das Heggengäu ist eine kleinräumige Hügellandschaft. Es bildet ein von Norden nach Süden langgezogenes Band östlich des Nordschwarzwaldes. Seebrunn ist ein attraktiver Ort, hat ländlichen Charme, liegt ausgesprochen verkehrsgünstig und bietet erstaunlich viel. Der Biergarten Rauschbart ist ein beliebtes Ausflugs- und Wanderziel für die ganze Familie in Horb am Neckar. Unter Linden und Eiche bietet der Rauschbart 800 lauschige Sitzplätze mit einer eindrucksvollen Aussicht über Horb und das schöne Neckartal. Horb am Neckar bietet eine schöne historische Altstadt. Tolle Fachwerkhäuser, Spazierengehen am Neckar oder ein Besuch auf dem alten Marktplatz. Es lohnt sich. Der Neckar ist ein echter Baden-Württemberger. Mitten durch das Herz des Bundeslands im Südwesten fließt er von Württemberg nach Baden, in die Kurpfalz und schließlich in den Rhein. Auf der ganzen Strecke begleitet ihn der Neckartalradweg. Auf diesen fuhren wir von Horb bis nach Tübingen. Rottenburg, die malerische Bischofsstadt am Neckar,
liegt attraktiv zwischen Schwäbische Alb und Schwarzwald. Der Anfang der Stadt geht auf die Römer zurück. Der Neckartalradweg ist der bekannteste der Radwege, die durch die Altstadt führen. Von Rottenburg am Neckar fuhren wir über die Felder nach Tübingen, wo unsere Wege sich trennten. Über ein Abo und Like würde ich mich sehr freuen. Wie immer am Ende eine Tourenübersicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.